Dieses Spiel hat mir der Zuschauer Studio Hawkshill beiläufig in einem Kommentar empfohlen. Mir sagte das Spiel nichts, also schaute ich mir kurz mal das Gameplay an und mir gefiel sofort dieser Artstyle und das Gameplay. Also musste ich es mir sofort aus Japan importieren und mal selbst spielen. Wie schlägt sich das Spiel? Kann es halten, was es auf dem ersten Blick verspricht? Was taugt Nubau für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von IRAM entwickelt und auch 1992 exklusiv in Japan veröffentlicht. Nubau ist dementsprechend natürlich im Original nur in japanischer Sprache erhältlich. Es gibt aber zum Glück einen englischen Sprachpatch und eines vorweg, ich weiß nicht, ob es auch wirklich Nubau ausgesprochen wird. Ihr wacht nach einem Schläfchen auf einer einsamen Insel auf. Eure Aufgabe ist es, nun den Weg nach Hause zu finden. Die Story ist also sehr, sehr simpel. Ihr spielt Nubau, ein kleines, etwas unförmiges Wesen. Fun Fact am Rande, das ist auch ein Maskottchen einer bekannten Bäckerei in Tokio. Nubau spielt sich aus der Seitenperspektive. Ihr könnt euren knuddeligen Kumpan mit dem Steuerkreuz normal steuern und mit einer Taste könnt ihr Sachen aufheben und einsetzen. Ansonsten seid ihr von der Bewegungsfähigkeit her stark eingeschränkt. Ihr könnt nicht springen oder gar angreifen. Letzteres braucht ihr allerdings auch nicht, das geht hier alles rein pazifistisch ab und sterben könnt ihr auch nicht. Ihr merkt schon, das Gameplay folgt der allgemeinen Anmutung und hier ist eher entspanntes Spielen angesagt. An dieser Stelle noch eines vorweg, erwartet hier auch keine riesen Herausforderung. Aber was tut ihr nun? Im Prinzip ist alle Stelle erklärt. Kleinere Rätsel lösen. Regelmäßig stoßt ihr auf diverse Hindernisse in den Leveln. Praktischerweise sind dann meistens in der näheren Umgebung Gegenstände zu finden, die euch bei der Lösung des Problems helfen. So nehmt ihr zum Beispiel Blöcke hoch, tragt sie zum Einsatzort, legt sie nieder und könnt dann durch die gebaute Brücke über einen Abgrund marschieren. Oder euch versperrt ein bissiger Hund den Weg. Gut, dass ihr im Bildschirm vorher einen Stock gefunden habt. Nun werft ihr den oder Vierbeiner eilt davon. Im Prinzip sind alle Rätsel in dieser Art aufgebaut und meistens auch relativ schnell durchschaubar. Insgesamt erwarten euch 8 verschiedene Level mit verschiedenen Gegenständen auf euch. Euer Fortschritt wird in Form von Passwörtern gesichert. Ihr merkt aber schon, super umfangreich ist das Spiel leider nicht. Mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Hier erwartet euch einfach ein charmantes, kleines Puzzlespiel. Der grafische Stil ist einfach der Hammer. Ich habe mich wie am Anfang angesprochen einfach in diesen wunderbaren süßen Stil verliebt. Die Animationen von den Protagonisten sind einfach nur herrlich anzusehen. Die sonstige allgemeine Levelgestaltung könnte vielleicht detailreicher sein, aber das stört meiner Meinung nach nicht wirklich. Die Musik ist auch wunderbar und passt perfekt zum Spiel. Aus der technischen Sicht gibt es bei diesem Spiel definitiv nicht viel zu meckern, weil einfach beide Komponenten zu einem sehr sympathischen zusammenschmelzen. Was taugt Nubau für den Gameboy also heute noch? Ich bin von dem Spiel sehr angetan. Ob ich das Spiel schon als Kind gemocht hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber für die heutige Zeit ist es einfach ein wunderbares, entspanntes Feel-Good-Spiel, das man nach einem stressigen Tag anwerfen kann, um einfach mal etwas abzuschalten. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Nubau für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.